Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Es ist bei mir auch Freitag, lustigerweise. Und ja, wie ihr seht, wir sind im Vorproduktionsmodus. Gut, lasst uns, wie gesagt, alten Käse neu beleuchtet. Oh, ich hätte es von Anfang an so nennen sollen. Oh, das wäre ein viel coolerer Titel gewesen. Weißt du was? Ich mache eine Playlist, alten Käse neu beleuchtet. Dann kann ich es wenigstens. Auf jeden Fall, lasst uns über Geräusche reden. Habe ich das schon gehabt? Okay, lasst uns über Geräusche reden. Also, ihr wisst ja, dass ich mit meiner Wahrnehmung viel mehr wahrnehme und dass ich dadurch auch viel empfindlichere Ohren habe und dass ich auch lärmempfindlich bin. Des Todes. Entschuldigt, das ist so. Aber es ist wirklich so. Und ich muss sagen, jetzt durch dieses fast ein Jahr lang war ich ja jetzt in Quarantäne und war ganz wenig nur draußen. Und ich muss sagen, ich hab Angst, dass ich geräuschempfindlicher geworden bin und anfälliger für Geräusche und so. Ich merke es im Moment noch nicht. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, ich schreie gerade mehr, weil ich schlechter höre, aber ich könnte aber auch andererseits sagen, ich habe einfach die Angst, dass ich noch geräuschempfindlicher werde. Weil inzwischen habe ich das Gefühl, ich höre die Grillen zirpen, die in Wisconsin, Amerika hocken. Schönes Bildnis, ne? Ja, und ich habe irgendwie so für mich das Gefühl, dass ich eher mehr höre. Aber ich höre nicht mehr Dinge, die mich nicht interessieren, könnte ich so sagen. Also ich nehme jetzt, also Vogelgezwitscher und sowas, nehme ich jetzt eher wahr, aber dafür solchen Lärm von Autos und so. Also das nehme ich ja weniger wahr. Und ich muss sagen, während des ersten Lockdowns, den wir hatten, kein Corona, einfach nur ein bisschen dämlich und sich an eigener Spucke verschluckt. Entschuldigt. Das mache ich gerade öfter. Ja, während des ersten Lockdowns war ja auch auf den Straßen sehr viel weniger los. Und da war es ja wirklich total ruhig. Und ich muss sagen, ich habe das total genossen. Ich fand es so schön. Also jeder um mich rum, also die ganzen Nicht-Asperger haben so erzählt, und auch die Leute, die mir jetzt nicht so nahe stehen, haben immer gesagt, sie hoffen, dass kein zweiter Lockdown kommt und dass es nicht wieder so wird. Und ich habe mir nur noch gedacht, toi, 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 bitte lass einen zweiten kommen, weil dann ist es wieder so schön still und ruhig und so friedlich. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, während des ersten Lockdowns, die ganze Welt ist ruhig, entspannt, friedlich. Ja, ich hatte für mich eine innere Ruhe, weil ich eine äußere Ruhe hatte. Und ich konnte mich einfach mal wieder auf mich zurückbesinnen. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in dieser Zeit, auch wenn sie noch so kurz war, immense Schritte nach vorne für mich gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin total stolz auf mich, was sich so bei mir getan hat in diesem Jahr. Und ich bin mir einfach sicher, weil ich gemerkt habe, dass ich Leo. Oh, den haut es heute schon den ganzen Tag ständig auf den Entschuldigung. Und ich sitze hier gerade und muss es hören und denke mir nur so, ach, mein armer Leo. Ja, das zum Thema, ich bin ein bisschen weniger geräuschempfindlich, ne? Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich so für mich aber sagen kann, es kann gut tun, einfach mal einen der Sinne auszublenden, könnte man so sagen, oder zu minimieren. Und ja, ich überlege mir, ob ich mir so diese Mickey-Maus-Ohren-Dinger, die Bauarbeiter haben, zuleg, weil das einfach mal gut getan hat, mal eine Weile lang eine gewisse Ruhe um mich herum zu haben. Und ja, vielleicht mache ich das.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch so ist, ob ihr eher hohe mögt oder eher weniger. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeyer@outlook.com. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.